In diesem Video nutzen wir Vektoren, um Geraden und Ebenen in zwei- und dreidimensionalen Räumen zu beschreiben. Wir fangen mit den Geraden an. Und die Idee bei der Definition einer Geraden ist, wenn man das jetzt vom Standpunkt der analytischen Geometrie aus betrachtet, das ist eine Teilmenge des n-dimensionalen Raumes. Und diese Teilmenge möchte ich gerade nennen. Wenn wir sie darstellen können, mit Hilfe einmal eines Ortsvektors, eines beliebigen Punktes auf der Geraden. Also wir nehmen einen Punkt, der auf der Geraden liegen soll. Das könnte dieser hier sein. Es könnte aber auch prinzipiell hier einer sein oder dort oder wo auch immer. Und wir nehmen einen Richtungsvektor, also einen Vektor, der die Richtung der Geraden angibt. Und alle Punkte, die sich dann darstellen lassen als x aus r hoch n, das sind die Menge aller Punkte, die auf der Gerade liegen sollen. Und die müssen sich darstellen lassen mit Hilfe eines Lambdas, sodass der Punkt x die Form hat p plus Lambda mal v. Das heißt, jeder dieser Punkte muss ich dadurch erreichen können, dass ich mit p, dem Vektor p, zu so einem Punkt p auf der Geraden wandere und dann den Vektor v beliebig verlängere oder verkürze oder umdrehe. Und alle Punkte, die ich auf diese Weise erreichen kann, das sind die Punkte, die auf der Geraden liegen. Und kurz kann man das so aufschreiben, wie es hier steht. L ist die Menge aller p plus Lambda v, wobei Lambda eine reelle Zahl ist. Also wir nehmen p und addieren irgendwie ein Vielfaches von dem Richtungsvektor da drauf, um alle Punkte zu bekommen. Diese gleiche Idee übertragen wir für die Darstellung einer Ebene hier im dreidimensionalen Raum. Also wir möchten so eine Ebene darstellen. Also diese Darstellung bedeutet nicht, dass die Ebene hier zu Ende ist. Das ist nur zur Visualisierung da. Also sind natürlich alle Punkte weiterhin da drin und sie geht hier und hier und überall natürlich weiter. Dann können wir diese Punktmenge der Punkte, die in dieser Ebene liegen, auch ebenfalls durch einen Ortsvektor beschreiben, eines beliebigen Punktes auf der Ebene. Der könnte wieder hier sein, hätte auch hier einer sein können. Und jetzt brauchen wir aber nicht einen Richtungsvektor, sondern zwei Richtungsvektoren, v und w. Und die Besonderheit, v und w dürfen natürlich beide nicht der Nullvektor sein, das wäre bei den Geraden auch genauso gewesen. Die dürfen aber auch nicht kolinear sein, das heißt, die dürfen nicht in die gleiche Richtung zeigen. Die müssen schon unterschiedliche Richtungen zeigen. Würden sie die gleiche Richtung zeigen, würde man damit auch eine Gerade beschreiben statt einer Ebene. Deswegen brauchen wir zwei Vektoren, die nicht ein Vielfaches von dem anderen sind. Und wenn wir diese Vektoren haben, dann können wir die Punktmenge der Punkte in der Ebene hier darstellen mit Hilfe einer Gleichung, bei der Lambda und μ jetzt vorkommen. Lambda ist ein Verlängerungsfaktor von v und μ ein Verlängerungsfaktor von w. Und dann sind alle Punkte, die wir dadurch erreichen können, dass wir zuerst p entlang wandern, danach ein beliebiges Vielfaches von v und danach ein beliebiges Vielfaches von w. All diese Punkte, die wir auf diese Weise erreichen können, das ist die Punktmenge, die die Ebene ausmachen. Das ist das, was hier dargestellt werden soll, dieses x, das kann wandern und alles, was man eben auf diese Art herstellen kann, so wie es hier steht, als p plus Lambda v plus μ w, das sind die Punkte in der Ebene. Für eine Ebene im dreidimensionalen Raum gibt es aber noch eine zweite, sehr schöne Darstellungsform und das ist die sogenannte normalen Form. Wenn man so eine Ebene in normalen Form darstellen möchte, dann benutzt man wieder einen Punkt auf der Ebene. Aber jetzt benutzt man nicht zwei Richtungsvektoren von Vektoren, die in der Ebene liegen, sondern im Gegenteil, wir nehmen jetzt einen Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht. Also auf allen Punkten in der Ebene soll der senkrecht stehen. Und diese Eigenschaft mit senkrecht stehen, die kann man wunderbar durch das Skalarprodukt beschreiben. Also wenn wir jetzt gucken wollen, ist ein Punkt x, der durch so einen Ortsvektor x-Vektor hier beschrieben wird, ist der in der Ebene, dann gucken wir den Verbindungsvektor an von p nach x, das ist also x minus p, und gucken, ob dieser Verbindungsvektor x minus p, ob der senkrecht auf ist zu einem Vektor n, der eben senkrecht zur Ebene ist. Und wenn das der Fall ist, dann liegt der Punkt in der Ebene. Und das ist das, was wir hier beschreiben. Also die Ebene ist die Menge aller Punkte aus r hoch 3 mit der Eigenschaft, dass x minus p senkrecht auf n steht. X minus p senkrecht auf n heißt aber, dass das Skalarprodukt von x minus p mit n 0 sein muss. Und hier kann man entsprechend auch ausmultiplizieren.
das ist nichts anderes als, dass xn minus p mal n 0 sein soll. Und p mal n selber ist eine reelle Zahl. Und diese Form heißt dann normalen Form. Und wenn wir n auch noch normiert haben, dann heißt die Form entsprechend Hesse-Form. Das heißt, eine Hesse-Form, da hat n die Länge 1. Also der normalen Vektor wird so gekürzt, dass er die Länge 1 hat. Das wird später noch spannend sein. Aber grundlegende Idee ist, eben wie gesagt, immer wenn wir Punkte haben, die irgendwie auf der Ebene liegen sollen oder für die wir das prüfen wollen, gucken wir den Verbindungsvektor an und gucken, ob der senkrecht steht. Also hier steht senkrecht, da natürlich auch. Und alle diese Punkte, die diese Eigenschaft haben, die liegen in der Ebene. Diese Hesse-Form kann man sehr gut dazu benutzen, um den Abstand eines Punktes Q von einer Ebene zu bestimmen. Und bei der Hesse-Form, das war ja eine normale Form, das heißt, da haben wir die Ebene definiert durch einen Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht und einen Punkt P, der in dieser Ebene liegt. Und die Idee ist, dass der normale Vektor die Länge 1 hat. Der wird also so gekürzt entsprechend, dass es funktioniert. Und dann können wir einfach dadurch den Abstand eines Punktes Q von der Ebene bestimmen, indem wir ihn quasi einfach in die Gleichung einsetzen, die wir eben hatten. Und der Wert, der dann rauskommt, davon bestimmen wir den Betrag. Und das ist dann unser Abstand. Also für das x setzen wir einfach den Ortsvektor zu Q ein in die Gleichung. Und wenn das 0 ist, liegt der Punkt natürlich in der Ebene. So war ja auch die Definition. Und wenn es ein anderer Wert ist, liegt er nicht in der Ebene. Und der Wert, der rauskommt, ist der Abstand entsprechend des Punktes von der Ebene. Für den Fall, dass der normalen Vektor nicht normiert ist, dass nicht die Länge 1 hat, müssen wir zuerst multiplizieren mit 1 durch n, um das Ganze auf die entsprechende Länge 1 zu bringen. Und das ist aber das Gleiche, als wenn wir das Ergebnis hinterher durch die Länge von n teilen würden. Das kann man also auch machen. Also wenn das nicht normiert ist, müssen wir entsprechend hinterher durch die Länge von n teilen. Das wirkt jetzt erstmal so ein bisschen merkwürdig, dass man dadurch einfach den Abstand berechnen kann. Und das leiten wir einmal her, warum das so ist. Also angenommen, wir haben so eine Ebene, wie sie hier liegt. Wir haben einen Punkt in der Ebene und wir haben hinter einen Vektor, der senkrecht darauf steht. Und jetzt möchte ich aber wissen, wie weit ist der Punkt Q von dieser Ebene entfernt? Und was ich dazu mache ist, ich fälle das Lot. Das heißt, ich bestimme eine Gerade durch diesen Punkt Q, sodass diese Gerade senkrecht auf der Ebene steht. Also diese Gerade hier, die soll senkrecht auf der Ebene stehen. Das soll hier durch diesen Winkel angedeutet werden. Und diese Gerade, die schneidet irgendwo die Ebene. Und das nennt man dann Lotfußpunkt. Und dem geben wir einen Namen und den nennen wir mal Q. Also wir wollen wissen, wie weit ist Q davon entfernt. Was machen wir? Wir fällen das Lot und der Lotfußpunkt oder Schnittpunkt dieses Lotes mit der Ebene. Das soll Q0 sein. Man kann sich vorstellen, wenn das nicht der Winkel 90 Grad wäre, sondern wenn der Winkel irgendwie anders wäre, dann wäre der Abstand natürlich entsprechend größer. Wir suchen aber beim Abstand des Punktes von einer Ebene immer den kürzesten Abstand. Gut. Was dann gilt, ist natürlich, dass Q0 ja in der Ebene liegt. Weil Q0 aber in der Ebene liegt, heißt das, dass er die Ebenengleichung erfüllen muss. Das heißt, wenn ich diesen Vektor habe, Q0 minus P, das ist der Vektor, der von dort nach dort zeigt, und das Ganze multipliziere mit dem normalen Vektor, der normalen Vektor nehmen wir an, sei auch schon normiert, dann soll 0 rauskommen. Das ist genau das, was die Ebenengleichung sagt. Q0 ist ja ein Punkt in der Ebene. Das heißt, der Vektor mit klein Q0, der dahin zeigt, der muss die Gleichung erfüllen, muss also 0 rauskommen. Zweite Sache, die wichtig ist, ist, weil das Ganze ja ein Lot ist und das senkrecht, also diese Gerade hier, das Lot steht ja senkrecht auf der Ebene, das heißt, das Ganze muss ein Vielfaches von dem normalen Vektor sein. Das heißt, ich muss irgendwie in der Lage sein, von Q0 aus mit einer Verlängerung des normalen Vektors zu Q zu kommen. Ja, weil normalen Vektor steht ja senkrecht auf der Ebene, das Lot natürlich auch, das heißt, ich muss, wenn ich nur n entsprechend verlängere oder auch verkürze, was natürlich auch möglich wäre, dann muss ich irgendwie in der Lage sein, dorthin zu kommen. Das heißt, der Verbindungsvektor von Q0 nach Q, das ist der hier, Q minus Q0, dieser Verbindungsvektor ist ein Vielfaches des normalen Vektors.
Teil, ich muss irgendwie in der Lage sein, von Q0 nach Q zu kommen, in der gleichen Richtung, wie der normalen Vektor zeigt. Weil es ja senkrecht steht, das Lot. Außerdem gilt folgende Beziehung. Wenn ich versuche, von P direkt nach Q zu kommen, habe ich den Vektor Q minus P. Der verbindet mir P und Q direkt. Ich kann aber alternativ auch zuerst hier hinlaufen, zu dem Lotfußpunkt, Q0 minus P, und von dort aus den Verbindungsvektor von Q0 nach Q nehmen, also so und so laufen und komme zum gleichen Punkt. Das heißt, Q minus P, dieser Teil hier, muss das gleiche liefern wie Q0 minus P plus Q minus Q0. Und wenn Sie das hier algebraisch ausrechnen würden, würden Sie auch direkt sehen, dass sich das natürlich entsprechend wegkürzt. Also dieses Q0 und dieses Q0 wird sich wegkürzen und steht dann natürlich auch Q minus P. Also auch da sieht man es algebraisch, dass es gilt. Gut, warum brauchen wir den? Naja, dieser Verbindungsvektor Q minus P ist quasi das, was das Einsetzen hinter in die Ebenengleichung später bedeuten wird. Das heißt, was wir jetzt im nächsten Schritt machen wollen, ist, wir wollen gucken, was passiert, wenn wir das Ganze multiplizieren mit n. Das heißt, wir multiplizieren einfach mal beide Seiten mit n. Kommt das raus? Soweit so gut. Jetzt können wir da natürlich das Distributivgesetz anwenden, können das n einmal reinziehen auf der rechten Seite. Dann hat es diese Form. Dann sehen wir an der Stelle aber, dass Q0 minus P mal n, das muss ja 0 sein, weil das ist ja, also Q0 liegt ja in der Ebene. Das heißt, dieser Vektor von hier nach da zusammen mit dem muss einen 90-Grad-Winkel bilden. Das ist genau die Definition, wenn der Punkt in der Ebene liegt. Das wiederum bedeutet, dieser Ausdruck hier wird 0, weil Q0 ja in der Ebene liegt. Also haben wir hier 0 stehen. Die können wir natürlich auch weglassen. Das Q minus Q0, haben wir aber vorher ja gesehen, ist ein Vielfaches von dem normalen Vektor. Das heißt, ich kann dieses Q minus Q0 kann ich durch Lambda n ersetzen. Das zweite n bleibt natürlich. Dann weiß ich aber, dass n mal n nichts anderes ist als n Quadrat. Das ist ja der Vektor mit sich selber als Skalar multipliziert und das ist immer Länge des Vektors zum Quadrat. Das ist eine Eigenschaft des Skalarprodukts. Herleitung war einfach über die Definition des Skalarprodukts mit dem eingeschlossenen Winkel. Eingeschlossener Winkel ist an der Stelle 1, ist an der Stelle 0. Das heißt, der Kosinus davon ist 1 und das bedeutet eben, dass hier an der Stelle Betrag von n Quadrat rauskommt. Jetzt ist n Quadrat aber 1, weil n genau so gewählt ist, dass die Länge von n 1 ist. Wenn ich die Länge von n also auf 1 habe, so wie hier, und das ganze Quadrat kommt natürlich 1 raus, also fällt das weg. Also ist dieser Ausdruck hier, der quasi dadurch entsteht, dass ich den Punkt, dessen Abstand ich bestimmen möchte, in die Ebenengleichung einsetze, liefert genau das Lambda und das Lambda ist genau das Vielfache dessen, mit dem ich den normalen Vektor multiplizieren muss, um den Punkt Q zu erreichen, also der Abstand. Wenn man nicht möchte, dass er negativ sein soll, das haben wir in der Definition auch so gemacht, dann bestimmen wir da noch einmal den Betrag davon. Das heißt, wenn ich davon den Betrag bestimme, Betrag von Lambda, dann ist das genau der Abstand von dem Punkt zur Ebene. Gucken wir das Ganze noch einmal an einem einfachen Beispiel an, wo man auch schnell sehen kann, dass das auch wirklich so funktioniert, wie man erwarten würde. Angenommen, wir haben hier in diesem Fall eine Situation, dass wir eine Ebene haben. Diese Ebene soll parallel sein zur XZ-Ebene. Also diese Ebene hier, die hier angedeutet ist, das ist die Ebene, die parallel zur XZ-Ebene sein soll. Und die soll hier an der Zweistelle die Y-Achse schneiden. Gut, was müssen wir also jetzt, wenn wir diese Ebenendarstellung in der normalen Form haben wollen, was müssen wir dafür bestimmen? Erste Sache, die wir bestimmen müssen, ist diesen Punkt, der auf der Ebene liegt. Und der Punkt, der auf der Ebene liegt, wird erreicht durch den Vektor P. Und der Vektor P, der soll ja zum Punkt 0, 2, 0 zeigen. Das heißt, seine Komponenten sind 0, 2, 0. Zuerst kommt x, dann kommt y, dann kommt z, also ist das 0, 2, 0. Der normalen Vektor, der soll senkrecht auf der Ebene stehen. Das heißt, der muss in Richtung der y-Achse zeigen.
Und wenn der in Richtung der Y-Achse zeigen soll, dann hat er da jetzt prinzipiell jeden möglichen Wert für Y. Aber wenn wir den gleich auf 1 setzen, haben wir den Vorteil, dass dieser Vektor auch gleich die Länge 1 hat. Das ist hier gilt praktischerweise, Länge von dem Vektor ist 1. Und damit können wir schon die Gleichung für die Ebene aufstellen. Es soll gelten, dass ein Punkt x, der durch also einen Vektor x erreicht wird, also irgendeiner hier, sowas, zum Beispiel der hier, der soll in der Ebene sein, genau dann, wenn was gilt, wenn Folgendes gilt. Wenn x minus p, wenn das Ganze senkrecht steht im Vergleich zu n. Das heißt, wenn das gleich 0 ist. Das Ganze rechnen wir einmal aus. Das heißt, das ist gleich. Wir haben wieder unseren x-Vektor. Der x-Vektor wird multipliziert mit, Distributivgesetz, mit n. Und der Vektor n ist 0, 1, 0. Und davon wird abgezogen minus p mal n, also minus 0, 2, 0 mal n. Und n ist wieder 0, 1, 0. 0, 1, 0. So, das Ganze rechnen wir weiter aus. Das heißt, das ist gleich x-Vektor mal 0, 1, 0 minus. So, und jetzt wird es spannend. Minus. 0 mal 0 ist 0. 2 mal 1, also wir machen Skalarprodukt, also 0 mal 0 ist 0, 2 mal 1 ist 2, 0 mal 0 ist wieder 0, das Ganze wird aufaddiert, also am Ende minus 2 bleibt übrig, also minus 2. Und das ist die Form der Ebene in der normalen Form, beziehungsweise sogar genauer in der Hesse-Form, weil der normalen Vektor die Länge 1 hat. Und wenn man diese Form hat, dann haben wir die schöne Eigenschaft, dass das absolut ganz am Ende, dass das uns auch angibt, wie groß der Abstand der Ebene vom Ursprung ist. Und der Abstand ist offensichtlich 2, genau wie man es erwarten würde. Soweit, so gut. Jetzt kann man an der Stelle noch einen Schritt weiter gehen und kann sich überlegen, okay, angenommen x, könnten wir aufschreiben als mit Hilfe der Komponenten x1, x2, x3. Und wir multiplizieren den jetzt. Trotzdem 0, 1, 0, also gleiche Form, minus 2. So, und wenn wir das ausführen, was kommt dann raus? Dann kommt raus, das Skalarprodukt, x1 mal 0 fällt weg, x2 mal 1 ist x2. Das heißt, das ist gleich x2. Und dann x3 mal 0 ist wieder 0. Und es bleibt übrig, minus 2. So, jetzt ist diese 0 hier ja das gleiche wie x2 minus 2. Das heißt, daraus folgt, andere Art, diese Ebene aufzuschreiben, ist, dass wir einfach sagen, naja, x2 muss den Wert 2 haben. Völlig egal, wie die anderen aussehen. Und das ist eine andere Darstellung einer Ebene, die man direkt aus der normalen Form ableiten kann. Nutzen wir jetzt genau diese Gleichung nochmal, um den Abstand eines Punktes zu bestimmen von der Ebene. Also wir stellen uns vor, wir hätten einen Punkt, der, keine Ahnung, irgendwie hier liegen könnte, Q, zeige ich einen Vektor klein q hin, und wir sagen, q soll die Koordinaten haben, sagen wir mal 3, 5 und minus 2. Gesucht ist jetzt der Abstand des Punktes Q von der Ebene, also dieser Abstand. Und das machen wir ganz einfach dadurch, dass wir den Punkt Q in die Gleichung für das x einsetzen und gucken, was rauskommt. Gucken wir da mal. Also, für das x setzen wir Q ein, das heißt, wir setzen ein 3, 5, minus 2 mal normalen Vektor 0, 1, 0. Minus 2, das rechnen wir aus. 3 mal 0 ist 0, 5 mal 1 ist 5, minus 2 mal 0 ist 0, minus 2. Das heißt, Ergebnis ist 3, das heißt, der Abstand ist 3, den wir jetzt errechnet haben.
Also Abstandspunkt ist Q von der Ebene ist 3. Jetzt gucken wir, ob das Sinn ergibt. Wir haben ja unser Beispiel extra so gewählt, dass wir schnell sehen können, dass so alles funktioniert, wie wir es erwarten würden. Wir sehen hier bei dem Punkt, dass der die Y-Koordinate 5 hat. Die Ebene selber ist aber parallel zur XZ-Ebene. Das heißt, wenn völlig egal, für welche Werte von X und Z wir das Ganze angucken, wichtig für den Abstand ist immer nur der zweite Wert, also der Wert für Y, was in dem Falle 5 ist. Und die Ebene hat einen Abstand von 2 vom Ursprung, der hier hat einen Abstand von 5 vom Ursprung. Das heißt, der Unterschied muss auch 3 sein, genauso wie wir es auch ausgerechnet haben.